Neues Spiel, neues Glück. Ich spiele heute mal mit der Dragel. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Habe ich es richtig gesagt? Genau, das ist falsch. Ja. Sehr gut, sehr gut. Genau, und jetzt schauen wir mal, wo sind wir denn eigentlich? Oh mein Gott, Mirama, alles klar. Warte mal, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Wo wollen wir raushüpfen? El Azor? Machen wir das. Sehr gerne. Ja, machen wir das. Also wir spielen Duo und ja, es sind keine Bots am Start. Wir werden wahrscheinlich jetzt gleich eine Begegnung der dritten Art haben. Was soll's? Was Ja. soll's? Ja. Alles, was uns vor die Flinte läuft. So ist es. Okay, passt. Ich muss dich, glaube ich, im Discord ein bisschen leiser machen. Du bist ziemlich laut, sonst höre ich das Game nicht mehr. So, jetzt. Oh, wir sind schon vorbei. Jetzt. Sieht gut aus. Ach so, genau, wenn du mir einfach direkt folgst, dann ist es immer einfach. Ich weiß nicht, du kannst. Oh shit, da kommt schon wer hier runter. Du kannst den Leuten direkt folgen im Flieger schon und klickst auf diesen Fallschirm, dann kommst du mit denen runter. Das kann recht praktisch sein. Spielst du eigentlich die meiste Zeit Solo oder spielst du irgendwie Team-Matches? Nur Solo. Nur Solo, okay. Also genau, wenn du im Team spielst, dann am Anfang, wenn du im Flieger hockst, kannst du diesen Folgemodus da aktivieren sozusagen und dann landest du automatisch bei deinem Spezi. Übrigens, Fun Fact, wir haben die Bude für uns, also es kommt anscheinend keiner mit runter. Sieht erstmal gut aus. Ich spiele auch relativ viel Solo, deswegen kriege ich immer einen Herzinfarkt, wenn ich jemanden neben mir rumtapsen höre. Das dauert immer, bis ich mich dran gewöhne. Ja. Ey, ganz ehrlich. Es ist Freizeit und nicht Arbeit. So, die. Oh, ich nehme zwei Ace. Ja, eine als Sniper und eine als Fernkampfwaffe. Nee, lass mal hier so ein bisschen rumlooten, noch ein bisschen. Am besten gehen wir darüber. Oh, ich habe noch keinen Helm. Da ist ein Auto, das ist auch gut. Okay. Und was ist Lieblingswaffe? Völlig egal. Okay. Also, Mini spiele ich schon gern, ja, aber. Ja, die Mini ist top. Also was mir an der Mini halt echt taugt in letzter Zeit, deswegen spiele ich die in letzter Zeit oft, ist dadurch, dass die Kugel schnell fliegt, musst du nicht so weit vorhalten. Das macht echt, finde ich, ganz schön Unterschied meistens. Ah, jetzt nehme ich die Dragon auf, was soll's. Ja. Da liegt die Mark 12, ich weiß gar nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich spiele das aus dem Leben und dann nicht so wählerisch. Was haben wir jetzt? Die SKS und die Barrel. Die Barrel ist halt hart vom Rückstoß her. Ne? Spielst du Arcade auch? Nein, eigentlich nicht. Ja, weil Arcade ist. Also beim Arcade kriegst du halt irgendwie die Stärken und Schwächen von den Waffen, kriegst du da relativ schnell raus, finde ich. Das ist ganz praktisch, weil du halt. Ah, da liegt die Ork, keine Ahnung, die ist eigentlich auch ziemlich gut. Ey, Mist, wir brauchen ein Auto. Wir holen uns den Mirador und fahren damit los. Sonst sind wir hier gestrandet. Hast du einen Scope? Also hast du alles, was du brauchst? Okay. Dann würde ich sagen, ran an den Speck. Was ist los? Achso, wegen der Karte meinst du jetzt?
Okay, mein Booster vom Auto ist, da ist irgendwie noch ein Keybind irgendwie schäbig. Ich mache irgendwie Radio-Messages anstelle vom Booster, aber egal, wir ignorieren den Booster jetzt einfach mal. Pedal to the metal. So viel dazu. Wird schon. Wow. Oh. Diese amerikanischen Autos, die haben immer so schlechtes Handling, finde ich. Es ist. Wow, vor uns geht's ab, Vorsicht. Das könnte jetzt hässlich werden. In den Häusern sind wir hier wahrscheinlich. Das hat die nicht interessiert, dass wir da gerade vorbeigeballert sind. Ja, aber auch die werden sich irgendwann auf die Socken machen müssen. Oh! Egal. Weiter geht's. Da oben geht's ab. Wir ignorieren alles. Wir fahren einfach in die Zone. Oh ne, durch die Stadt? Wirklich? Oh mein Gott. Egal. Müssen wir durch? Ja. Ist ja nicht so, als hätte man eine Alternative. Ne, das war ein Bot. Da bin ich mir sicher, dass das ein Bot. Okay. Ja, na also. Sieht gut aus bisher. Zum Glück haben wir ein Auto erwischt mit vollem Tank. Da haben wir jetzt schon ein paar Kilometer gefahren, hey, mein lieber Scholli. Das ist gut, ja, ich fahr auch im Leerlauf. Genau. So, jetzt können wir uns demnächst mal überlegen, wo wir hingehen. Aber ich will eigentlich am liebsten irgendwie auf den Berg. Hier links geht's ab. Ich will mal schauen, ob da oben mal welche sind. Da würde ich mich gern breit machen, da oben. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Die Karre ist halt auch nicht leise. Ach, na, okay. Ich überlege gerade. Das Ding ist eigentlich auch nicht so schlecht. Oh. Okay. Bin ich sicher, ob ich einen Cut habe. Ne, glaub nicht. Die hätten sich schon bemerkbar gemacht. Ja, Mini ist top. Ne, ne, alles gut. Ich spiele Dragunov und Dragunov und Ace aktuell. Also wichtig auch, am besten immer spiel die Waffe mit der wo die Munition zusammenpasst, ne? Dass du quasi immer flexibel reagieren kannst. Das ist immer Gold wert. So. Okay, dann eigentlich können wir hier bleiben, ne? Eigentlich können wir es uns hier bequem machen. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ich bin auch jemand, also ich bin nicht so wie Turtles, ich bin nicht so ultra aggressiv. Ich versuche es immer ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und lieber die Gegner sich gegenseitig platt machen. Da drüben laufen welche, aber die sind ultra weit weg. Gelber Marker, super weit weg.
Turtles ist schon so ein Profizocker eigentlich, ne? Der spielt die ganze Zeit Counter-Strike und der ist halt. Also, der zielt auch nicht, ohne nachzudenken, trifft der, ne? Das ist halt. Ja, das ist halt Routine einfach. Ich glaube, ich werde da langsam auch besser, aber das dauert bei mir eine Weile. Ist wirklich so, ne? Wenn du mal. Hm? Ich spiele ja auch Counter-Strike und ich finde die Hitbox sind bei PUBG anders als über Counter-Strike. Okay. Also. Turtles meinte, dass Counter-Strike schwieriger ist, auch von Dings, vom Recoil und so weiter, wäre seiner Ansicht nach das Gunplay härter bei Counter-Strike. Was ich eigentlich. Also, weil ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen, weil ich es in PUBG halt schon ultra hart finde, aber wie gesagt, ich spiel's nicht. Ich habe das alte Counter-Strike gespielt vor 100 Jahren mal, keine Ahnung, als es noch irgendwie so ein direkter Half-Life-Abkömmling war. Dann seitdem aber nicht mehr. Weißt du, welches 1.6? Auto? Ja. Von 340? Ja, genau. Die kommen zu uns. Kommt zu uns. Ja. Nee. Sind weitergefahren. Alles klar. Wir müssen auch weiter, ne? Wie ist es? Aber wir könnten laufen. Sollen wir laufen oder fahren? Laufen. Ja. Ist nicht weit. Boah. Offene Fläche, das macht immer nicht so Spaß. Vor allem, wenn ich hier weiß, dass die Typen da unten mit ihrem Muscle Car runtergefahren sind. Oh, das macht mir Sorgen. Reine Glückssache, ja. Ja, freie Fläche bei dem Game ist schwer. Oh mein Gott, da oben sind welche. Die battlen sich gerade schon mit den anderen Dudes, aber der Sandsturm gibt uns die Chance, uns da ranzuschleichen. Beziehungsweise dran vorbeizuschleichen. Wir gehen da nicht zu denen. Wir gehen in die Richtung. Wir schauen mal, dass wir uns dann irgendwie. Hau dir am besten noch mal Painkillers rein. Oh, ich sehe sie, sie sind direkt vor mir. Mein Marker. Shit. Sandsturm schon vorbei, Mist. Boah, wenn der jetzt in unsere Richtung schaut, sind wir geliefert. Bei drei draufrotzen. 1, 2, 3. Irgendwer ballert auf mich. Links an dem bei 205 des der Baum. Oh. Warte mal. Ich habe seinen Buddy gekillt, also der braucht da nicht reviven. Ich sehe ihn. Oh shit, es ist noch ein anderer da. Oh mein Gott, sind überall welche. Kriech ins Wasser, kriech in Rauch. Oh nee, der hat mich im. Oh mein Gott. Der hat mich halt im Rauch. Moment mal, wie konnte der. Lass mich die Deathcam anschauen. Ich mach das auch. Das war mehr. Ja, klar, es waren zwei Teams, ne? Wir waren halt echt ziemlich dumm auch. Wirklich auf der offenen Fläche. Aber, jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie der mich da im Rauch weggewämst hat. Dich hatte jedenfalls nicht getroffen, ne? Also. Okay. Ich bin in den Rauch rein. Der hat einfach durch Glück mich erwischt, echt. Ja, ich bin. Aber mit einem Schuss? Wie viel Leben hatte ich noch, weiß ich gar nicht. Egal. Das hat mich auch ultra genervt, weil anscheinend nur nach Ping gematcht wurde. Und wenn nach Ping gematcht wird, dann heißt es, du spielst nicht mit Leuten, die so gut sind wie du, sondern du spielst mit Leuten, die so eine gute Internetverbindung haben wie du. Und da können auch welche dabei sind, die einfach, ja, die den kompletten Server leer räumen halt. Und das ist, finde ich, momentan ein bisschen schwierig, ne? Matchmaking nach Ping ist halt hart. Ja. Wir schaffen es nicht bis vor, dann machen wir hier, gehen wir hier raus. Wohl, vielleicht sind diese Dinger sogar ganz gut. Lass mal hier probieren. Dann arbeiten wir uns vor. Da vorne ist ein Glider. Kann man zu zweit den Glider? Ja, ne? Das ist gut. Dann holen wir uns. Einer muss sich einen Sprit holen. Und dann können wir nämlich direkt
von hier aus in die Zone fliegen. Das ist eigentlich eine ganz gute Strategie, glaube ich. Aber ich finde es ja so schön hier mit den Palmen und allem. Sind keine Dudes runtergekommen mit uns, oder? Nee, wir sind allein. Ja. Ach so, by the way, Dudes runtergekommen. Du musst unserem Clan noch beitreten. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Okay. Ja. Genau. Das war keine Frage. Das war keine Frage. Das war eine Ansage, wie man bei der Bundeswehr so schön sagt. Okay. Ja, ja, oh Gott, ja, dann, ich glaube, wir haben so einen eingeschworenen Trupp der älteren Herren, die da PUBG zocken. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht, weil, ich muss mich da nicht mit irgendwelchen 16-jährigen Leuten messen, die da den ganzen Tag nichts anderes machen, als PUBG zu zocken. Da hast du einfach sowieso keine Chance, das ist einfach so. Ich habe übrigens den Benzinkanister gefunden, also wir könnten uns dann. Ja. Wir looten einfach mal ein bisschen fleißig weiter, weil, wie gesagt, wir haben den Laden für uns. Da müssen wir uns jetzt gar nicht hetzen. Wir gehen mal davor. Schauen wir mal, gibt es bestimmt auch noch was. Der war irgendwo hier, ne? Wo war der? Egal. Finden wir wieder. Es wäre schade, wenn jemand anders sich den Gleiter schnappt. Das wäre nicht so gut. Ja. Dann werden wir geliefert. Wir probieren es, was soll schon schief gehen? Ich erinnere mich, als ich mit dem Killkarpfen im Gleiter unterwegs war und er einfach rausgesprungen ist und ich dann so abgestürzt bin, ganz allein vor mich hin. Das fand ich voll super. Ja, ja, das macht er immer, der Killkarpfen an der Stelle. Ich hoffe, der schaut sich das Video an und hat ein schlechtes Gewissen, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Vor allen Dingen das mit dem schlechten Gewissen nicht. warte mal. Kann ich Gas geben bei dem Ding? Du musst fahren. Ich kann es nicht fahren, weil irgendwas ist mit den Keybinds wieder komisch. Ja, okay. Sitzt du? Ja. Ja, geil. Nein, das bin ich ausgeschrieben. Moment. So. Ja, ich kann auch nicht. Ach, natürlich können wir nicht. Wir müssen erst voll tanken. Jetzt. Ja. Genau. Ja. Jetzt. Hä? Aber ich kann auch kein Gas geben, irgendwie? Versuch. Geh mal rein und fahr mal los. Probier einfach mal den Glück. Jetzt, genau, sehr gut. Ey, wir müssen nicht weg. Wir haben uns den ganzen Stress umsonst gemacht. Wir können hier bleiben. Flieg, komm. Ja, komm, wir testen. Flieg nach Partona. Gib mal Gas. Sehr gut. Und jetzt sterben wir. Ich glaube, boah, keine Ahnung. Du musst den ich flieg den Gleiter nie, weil im Solo macht der keinen Sinn. zieh mal. Ich glaube, du musst mit dem Joystick nach hinten ziehen, also nach hinten laufen. Jetzt. Aber wir sitzen drin, also es kann eigentlich nichts passieren, oder? Wir können jetzt nicht sterben. Ja, es war gut. Das war top. Ey, ich hoffe, dass das keiner gesehen hat. Ganz ehrlich, das schneide ich alles raus. Ich zeige nur das Chicken Dinner, was wir jetzt dann gleich gewinnen. Was ist das? Ich muss. Wie gesagt, meine Keybinds sind nicht optimiert auf Glider, weil ich den einfach nie nutze. Nein, ich bin jetzt auch das erste Mal geflogen. Und
Wir. Lass mal das Prison stürmen hier. Da sind wir nicht runtergekommen, ne? Das war eine von diesen kleinen, eine von diesen kleinen Hütten, beziehungsweise die kleine Halle. Also bedeutet, wenn wir ein bisschen Glück haben, dann kriegen wir im Prison doch noch was aufgetrieben, was uns weiterhilft. Ah, da ist ein Auto, das ist doch auch mal was wert. Mit dem Auto weiß ich, wie man fährt. Das ist besser. Ja, ich komme mal zu dir. Genau, und dann schauen wir mal, dann fahren wir mal ins Gefängnis. Und dann zeigen wir denen mal. Ich ignoriere einfach meine Radio-Nachrichten. Das ist normalerweise mein Booster-Button und anscheinend muss ich den neu binden. Einfach ignorieren. So wie der König der Löwen habe ich jetzt hier geparkt. Ja, du, toller Einstand. Vorsicht, da brauchst du einen Fallschirm, sonst wird's gefährlich. Irgendjemand hat mir geschrieben im Discord. Lass mal kurz gucken. Normalerweise habe ich das immer deaktiviert. Ah, okay. Brainfail startet auch sein Game. Wir können ja mal gucken, wie weit wir jetzt noch durchhalten. Ah, warte mal, ich hole ihn mit dazu. Einen Moment. Hole ich ihn mit in den Server. Hi, servus. Hallo. Hi. Wir sind gerade in einem Match. Wir waren voll gut schon. Dragl und ich. Achso, du hast es nicht gesehen, weil wir nehmen auf. Wir haben es nicht gestreamt, aber wir waren richtig gut gerade. nice, geil. Ich habe jetzt tatsächlich ein paar Tage nicht gespielt. So bestimmt 10 Tage oder so. Ja, das kommt mir bekannt vor. Du hast ja wahrscheinlich das mitgekriegt, dass sich irgendwie mein Keyboard sich verabschiedet hat. Ja. Aber das ist kein Stress. Tatsächlich nicht. Ich bin komplett hinterher, tatsächlich. Ja, kein Stress. Wir machen das zum Spaß und nicht um Geld zu verdienen hier. Kein Problem. Wir waren gerade, Dragl und ich waren auch jetzt nicht so gut jetzt gerade mit dem Kleider. Das muss man. Ja, die flogen immer super. Also, aber nur kurz. Ja. Und diese. Was ist mit den anderen beiden? Machen gerade nicht online. Machen keine. Leon. Ja. Machen gerade PUBG-Pause. Nee. Die spielen tatsächlich täglich. Der Leon, der hat letztens ein Solo-Dings geholt oder ich weiß nicht, mindestens eins. Und okay. Die sind gerade nicht online. Der Leon ist unterwegs und der Turtles, keine Ahnung. Turtles war irgendwann mal ultra genervt von PUBG, aber ich glaube, er hat's wieder, wieder überstanden. Das ging mir aber auch so. Also zum Glück hat CompMo dann in die Kommentare geschrieben, dass momentan Matchmaking anscheinend über Dings läuft, über Ping und deswegen die Leute ultra harte Gegner gematcht kriegen. Das war's nämlich, glaube ich. Ja, wir sind in welcher Zone sind wir? Alles gut. Ich muss erstmal klarkommen mit dem ganzen neuen Zeugs hier. Kann man jetzt eigentlich die Dings schon zerstörbares Gelände, haben wir das schon? Nee, ne? Ey, ich glaube ja, der Turtles hat irgendwas gemeint, aber das geht ja bloß irgendwie einen Meter oder so tief quasi, dass dein Kopf oben ist, so ein Headglitch. Okay, aber Moment. Das hab ich gehört. Aber wie kann ich das machen? Also du brauchst irgendwie Spitzhacke oder sowas? Nee. Doch, irgendwas brauchst du, weil der hat mich gefragt, ich hab Spitzhacke. Aber ich hab die Spitzhacke. Irgendwas hat er gesagt, brauchst du oder hat mich gefragt, gab's das schon vorher? Hä, okay, aber eine Spitzhacke habe ich nirgendwo gefunden bisher. Okay, ja, ich keine Ahnung, also müsste man ihn fragen. Okay, müssen wir mal schauen. Vielleicht finden wir die Spitzhacke ja jetzt gleich, dann können wir uns ein Loch schaufeln, das ist eigentlich schon ganz gut. Ein Loch können wir uns ohnehin jetzt wahrscheinlich gleich schaufeln. Aber was soll's, ne? Dabei sein ist alles. Wir sind gleich gestorben, keine Sorge. Ja, passt. Der Leon, der ist doch online, sehe ich gerade hier drin. Warum? Ey, den könnte man noch mit dazu holen. Das wäre super, dann haben wir nämlich 4 zusammen.
Ja. Ziehen am besten mal mit rüber in den Chat. Du kannst auch Leute reinholen, oder? In den privaten Chat. Weiß ich gerade nicht. Schreib dem jetzt erstmal, weil online im Discord ist er nicht. Ja. So jetzt. Oder warte, steig noch mal kurz ab. Magic. Das Motorrad ist schon ziemlich mächtig. On the road again. Oh, die rauchen schon voll. Kannst du auf die schießen? Nee, ne? Vom Moped aus geht es nicht. Egal. Ja, ich will jetzt bei 140 auch nicht absteigen. Nee, das ist nicht gut. Wollen wir uns die Crater vorne? Ja, nicht. On the road again? Du siehst schon, mit dem Motorrad bin ich besser unterwegs als mit dem Glider. Ey, die Ducati ist so top. Vorsicht, jetzt gefährlich. Wir sind nämlich mit Sicherheit nicht die Einzigen, die auf diese Crate schauen. AWM ist drin. Da liegt noch eine Military West. Nice. Wollen wir die Ducati wieder nehmen oder lassen wir es bleiben? Nee, komm, lass mal gut sein. Wir kriechen hier ein bisschen rum. Fällt mir besser. Einfach jetzt. Wir sind Phase 3. Wir werden jetzt gleich gewämst und dann machen wir noch ein. Machen wir noch ein Vierer-Game. Ja, Vierer. Kann auch sein, dass es einfach nur offen hat. Die Antwort habe ich noch nicht. Ach Mann, das ist ein Kunde manchmal, wirklich. Ja, das ist auch nicht schlimm. Es ist ja, wie gesagt, alles Freizeit. Nee, der baitet, weißt du? Der baitet dadurch. Was meinst du, der baitet? Ah, der ist online, aber ist eigentlich gar nicht da, weißt du? Kennst du das? Kennst du die Leute? Und was, okay, aber was bringt's ihm? Also. Nee, gar nichts. Keine Ahnung, hat's wahrscheinlich vergessen. Oder okay. Einfach, ach so, das meinst du. Ja, okay. Ja. Da kommst du, ich war ja jetzt gerade wirklich so überrascht. Ja, geil, der ist online, komm. Mich gefreut. Umsonst. Aber ist nicht so schlimm, dafür sind wir da. Wir sind auch lustig. Ja, das ist auf jeden und Fall. Vor und vor allen Dingen sind wir auch voll. Da vorne ist einer. Gelber Marker. Ghillie Suit. Haben uns nicht gesehen. Können wir ruhig angehen lassen. LOL, oh mein Gott. Er sieht uns. Einer genockt, der zweite ist beide tot. Wow. AWM des Todes, die müssen wir looten, die haben gutes Zeug bestimmt. Da war aber noch ein anderer Buddy. Hast du den Bot gesehen, der da rumgestrahlt ist? Was war das, bitteschön? Was war das, bitteschön? Der war irgendwie falsch programmiert, der Bot, oder? Der hat da irgendwie nicht so schnell die Connection hergestellt. Ich brauche einen Schalli für die AWM. Das sind Schalldämpfer ohne Ende hier.
Also gerne gönn dir hier, schnapp dir die. Oh mein Gott, nee, es schlag mich bitte, wenn ich das nächste Mal das Wort gönn dir sag, bitte. Ich hab Gönner-G habe ich neulich gesehen. Und ich habe mir gedacht, so, was ist das denn? Oh mein Gott. Da ist ein 8er Scope. Das gönn dir, das droppe ich tatsächlich auch sehr. ich wusste es. Oh, das Problem ist, wenn du das einmal angefangen hast, kannst du es, glaube ich, nicht wieder aufhören, weißt du? Ja, ich finde halt auch also die Reaktion darauf immer lustig, weil das ist ja tatsächlich irgendwie random und viele lachen dann plötzlich einfach so los und dann fragst du noch, ja, gönn dir. Ja, ja klar, gönn dir, nimm. Das ist wirklich so, oh mein Gott. Okay, also jetzt habe ich eine Pfanne, jetzt können wir loslegen hier. Jetzt machen wir die restlichen 16 platt und dann war es das hier. Hast du die AWM mitgenommen? Ja, ja. Ja, die, mit denen habe ich ja gerade schon die zwei Typen da beharkt. Nein, nein, nein. Wieso? Ne, in der Crate war eine. Achso, in der Crate, ja. Aber wenn ich die Achso, ja, nimm die auf jeden Fall. Gönn dir ums Mal. Gönn dir, bitte. Gönn dir die AWM, die ist super. Die macht richtig Schaden. So glücklich mit der Mini. Hast du sie liegen lassen? Ja. Wirklich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Naja, ich spiel zwei AWM. Eine mit Red Dot für Nahkampf. Und eine mit 6 Waffe für Fernkampf. Ey, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir ein bisschen weniger Schmarrn labern. Jetzt wird's gefährlich. Noch 13. Wenn wir jetzt ein Chicken Dinner holen, was, dann müssen wir das feiern. Ja. Vor uns. Vor uns geht's ab. Ich sehe einen. Marker. Gelber Marker. Er hat uns gesehen. Glaube ich. Er wuselt die ganze Zeit wild rum. Weiß ich's. Ich sehe sie nicht. Ich sehe ab und zu mal den Kopf rausspitzen, aber ich sehe sie nicht. Ah doch, da ist er. Sind die in der Zone? Ne, sind sie auch nicht, ne? Komm, wir ignorieren die Kasper. Geh nach hinten rum ums Haus und wir pushen außen rum. Die müssen rüber zu uns. Ich will, komm, einfach mir nach. Ist sonst ein bisschen... Hau dir nochmal Energies rein. Weil wenn du lange an einer Stelle bleibst, dann bist du geliefert. Die kommen dann zu dir und machen dich weg. Zone macht jetzt richtig Aua, also Vorsicht. Oh shit. Freie Fläche, nicht gut. Okay, wir beschlagen hier unser kleines Zelt auf. Einfach hier hinlegen. Campen wie die Großen. Wir machen Biwak. Und lassen die sich da unten schön. Lassen die sich da unten schön gegenseitig beharken. Das ist gut. Ey, wenn wir jetzt ein Chicken Dinner kriegen würden, ich würde es feiern. Ich sag's dir. Ich würde es echt feiern. Ich sehe die zwei Dudes. Die smoken gerade fleißig rum. Die werden gerade richtig in die Zange genommen, gerade da unten. Gelber Marker. Das ist so ein bisschen wie Fußball gucken, ne? Muss sich nicht selbst anstrengen. Alles erledigt sich. Gelber Marker. Wenn die Zone. Ach shit, wir müssen in die Zone, ey. Wir dürfen hier nicht zu lang rumeiern. Hier links waren noch welche. Ich habe keine Ahnung wo. In irgendeinem Haus. Lass uns da in diese Hütte reinpushen. In dem Haus sind in dem Haus, gelber Marker. Einer hat eine VSS. Oh mein Gott. Einer ist echt mit der VSS unterwegs, ich flippe aus. Jetzt sneaky, jetzt müssen wir sneaky sein. Die sind in dem Haus.
Der hat dich weggemacht. Von hinten? Ja, von, wo war der? Von hinten, ja. Von hinten, direkt von hinten. Das weiß ich. Wo ist der Kasper? Ich sehe ihn nicht. Jetzt ist er nicht mehr da. Der hat echt sneaky gespielt, der Dude. Hä, der war aber allein. Scheiße, da pushen gerade noch zwei. Oh mein Gott, das nervt. Das Problem ist, dass bei mir im Haus welche sind. I don't like that. Das ist not good. Oh, jetzt tut's weh. Aber ich kann hier bleiben. Hässlich. Not cool. Noch 6 am Leben, aber es ist leider ein 2er Team dabei. Ich werde jetzt gleich lief. Noch 5. Der hat ja zum Glück mal gar nichts getroffen, ne? Was war denn das? Der hat ja die ganze Zeit an die Hausmauer geschossen. Super, jetzt habe ich es noch mit dem Zweierteam zu tun. Herzlichen Glückwunsch. Und die wissen, wo ich bin. Hm. Wenn es nochmal so ein Zweierteam ist, wie die Zeit? Hm. Na. Das wird nix. Das wird nix. Aber ich kann sie vielleicht zumindest noch ein bisschen nerven. Ich sollte schlecht spielen, sonst werden wir wieder mit Profis gematcht. Ist das so, ne? Jetzt sterbe ich. Wo sind die Typen? Ich sehe sie. Ich habe sie gesehen. Oh nee, die Zone ist... Jetzt muss ich zu denen in die Zone, wirklich. Oh Mann, ey. Aber egal, warte mal. Ich habe eine AWM. Und die wissen nicht, dass ich da bin. Zumindest hoffe ich das. Scheiße, hohes Gras, ich kann nicht zielen. Das ist nervig. Ich sehe... Oh, shit, er hat mich gesehen. Ja. Ja, gegen zwei ist ein bisschen schwierig. Oh, war trotzdem am Schluss noch ein ganz gutes Match. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.